Wir haben Applied AI aufgebaut, weil wir ein wahnsinniges Innovationspotenzial durch KI sehen. Und gerade in der Medizintechnik gibt es in zwei Bereichen unfassbare Möglichkeiten. Es ist auf der einen Seite inkrementell durch eine Verbesserung bestehender Systeme, Verbesserung bestehender Anwendungen über Computer Vision Algorithmen, über virtuelle Assistenten. Und auf der anderen Seite haben wir aber eine Disruption, die möglich wird durch künstliche Intelligenz, wo ich plötzlich Medizintechnik komplett anders denken kann, wo ich plötzlich neue Services und Dienstleistungen durch KI bauen kann, die bisher überhaupt nicht möglich waren. Wie automatisch einstellende, sehr komplexe Geräte, die dann nicht mehr Experten bedienen müssen, sondern von Laien bedient werden können. Und durch dieses Potenzial gibt es aber die Herausforderung, das Ganze auch in der deutschen Industrie umzusetzen. Und das ist dann im Endeffekt unsere Herausforderung und mein quasi Call to Action an die Industrie, dass wir uns wirklich aktiv mit dem Thema auseinandersetzen, weil wir sonst einfach in diesem Wettlauf global auch verlieren werden. Mein Name ist Andreas Liebe. Ich bin einer der Geschäftsführer der Unternehmertum, einem der führenden Innovations- und Gründerzentren in Europa und gleichzeitig der Leiter der Applied AI Initiative. Ursprünglich habe ich Maschinenbau studiert, war dann in der Beratung und über meine Promotion über Startups bin ich in dieses Innovationsökosystem eingetaucht und habe mich entschieden, dass das eigentlich ein sehr viel spannenderes Feld ist, als in der Beratung zu arbeiten. Vor etwa 5 Jahren kamen große Durchbrüche im künstlichen Intelligenzbereich und es war für mich klar, den Fokus nur auf KI zu legen und eine Initiative zu schaffen, wo wir ganz systematisch in Deutschland und Europa KI in die Anwendung bringen können. Als Applied AI wollen wir wirklich die Innovation durch KI in Europa mitgestalten. Das heißt, wir wollen so eine Art Gegengewicht zu China, zu USA aufbauen, wie wir eigentlich hier noch Wertschöpfung voranbringen können, wie wir mit KI eigentlich auch noch global Schritt halten können. Und wie machen wir das? Wir wollen eigentlich KI gemeinsam bearbeiten. Das heißt, verschiedene Firmen treffen sich, arbeiten zusammen, tauschen Wissen aus, weil wir der Überzeugung sind, dass wir in Europa einfach zusammenarbeiten müssen. Wir werden nicht so viel Geld ausgeben wie in USA und China. Also müssen wir voneinander lernen, miteinander lernen, einfach effizienter damit umgehen, mit dem, was wir haben, um mithalten zu können. Und das ist quasi das, worauf sich Applied AI fokussiert. Als Applied AI schauen wir uns eine ganze Menge an Industrien an und es geht gerade darum, auch übergreifend über die Industrien zu arbeiten. Trotzdem sehen wir natürlich die ein oder andere Herausforderung ganz spezifisch auch in einzelnen Industrien. Und wenn wir uns jetzt auf die Medizintechnik fokussieren, da ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, dieses gesamte Thema Daten, Daten zusammenführen und auf der anderen Seite aber auch auf den Geräten KI laufen zu lassen und das Ganze in einem vertrauenswürdigen Einsatz entsprechend dieser EU-Kriterien. Das heißt einmal Datenseite, auf der anderen Seite die Trustworthy AI-Kriterien auch tatsächlich zu erfüllen. Als Applied AI haben wir natürlich eine ganze Menge an Erfahrungen in verschiedensten Branchen und auch im Gesundheitsbereich und im Medizintechnikbereich. Und wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, wo wir da stehen, dann sehen wir bei den allermeisten Unternehmen aktuell noch relativ wenig Kompetenz im KI-Bereich. Viele experimentieren an der einen oder anderen Stelle, fokussieren sich aber sehr stark auf diesen inkrementellen Bereich. Und es gibt nur sehr wenige, die wirklich ernsthaft und systematisch versuchen, in diesen professionellen Anwendungsbereich durch KI dann einzutreten. Und aus meiner Sicht müssen wir da sehr viel ernsthafter an KI arbeiten als Industrie, um da wirklich auch international weiter mithalten zu können. Wenn wir über KI sprechen, müssen wir auf der anderen Seite natürlich auch die Risiken von KI berücksichtigen. Und das ist immer ein sehr kontroverses Thema. Es gibt genügend andere Länder, die sehr chancenorientiert über KI sprechen. Wir in Europa tendieren dazu, immer die Risiken in den Vordergrund zu stellen. Trotzdem müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und gerade in Bereichen wie dem Gesundheitsbereich gibt es natürlich ganz erhebliche Risiken in biased Datasets. Das heißt,
einzelne Gruppen sind unterrepräsentiert im gesamten Datenset, was dazu führt, dass wir in den Anwendungen, in den Ergebnissen auch suboptimale Ergebnisse für die unterrepräsentierten Gruppen haben. Solche Herausforderungen müssen wir adressieren, die müssen bekannt sein, die können wir aber auch technisch lösen, aber sie müssen auch gelöst werden. Und das ist dann unsere Aufgabe als Entwickler, diese Risiken zu kennen, diese Risiken aber auch lösen zu müssen. Wenn man ein bisschen tiefer in das regulatorische Thema eintaucht, dann gibt es aus meiner Sicht insbesondere noch Herausforderungen, die auch den Gesundheitsbereich und den Medizintechnikbereich treffen werden. Wir haben Anforderungen an die Datenspeicherung, an die Datenhaltung, an die Reproduzierbarkeit von KI-Systemen. Das widerspricht aber gerade im Gesundheitsbereich ganz maßgeblich Themen wie föderierten Ansätzen, also Federated Learning. Das heißt, wir lernen über verteilte Systeme. Jedes Krankenhaus behält seine eigenen Datentöpfe, trainiert mit denen und die fließen dann wieder in ein Gesamtmodell ein. Wenn wir aber auf der einen Seite Anforderungen zur Reproduzierbarkeit und zur zentralen Speicherung haben und auf der anderen Seite im Datenschutz auch sagen, wir wollen die Daten explizit nicht zusammenführen, wir wollen nicht zusammen trainieren, dann haben wir aktuell noch Widersprüche, die wir unbedingt auflösen müssen, weil solche technologischen Ansätze wie Federated Learning eigentlich unser Gesundheitssystem der Zukunft auch wirklich mitgestalten können. Und wir laufen gerade Gefahr, genau solche Ansätze aber komplett abzuwürgen durch die aktuelle Diskussion in der KI-Regulierung. Wenn ich mir die deutsche Startup-Landkarte anschaue und mal vergleiche international mit den chinesischen Startups, mit den amerikanischen Startups, dann werden wir uns schon schwer tun. Wir haben relativ wenige sehr große Startups und gerade im KI-Bereich ist dieses Thema Vertrauenswürdigkeit auch in die Organisation ein ganz maßgebliches Kriterium. Und gerade wenn wir in Bereichen wie Medizintechnik sind, dann brauche ich auch Partner, Technologiepartner, bei denen ich weiß, dass die langfristig existieren, dass die vielleicht auch gewisse Risiken übernehmen können. Und je größer ein Unternehmen ist, desto hilfreicher ist es dann für die Anbahnung der Zusammenarbeit. Und durch die Gelder, die in die Startups in den USA und in anderen Teilen der Welt fließen, die im Vergleich zu Deutschland sehr, sehr viel höher sind, haben wir da einfach einen wahnsinnigen Nachteil. Das heißt, wir müssen trotzdem versuchen, auch die deutschen Startups zu unterstützen, Partnerschaften mit den Startups einzugehen. Technologisch können wir da absolut mithalten. Von der Größe, von der Finanzierung haben wir einen systematischen Nachteil gegenüber anderen Teilen in der Welt. Künstliche Intelligenz hat ein wahnsinniges Disruptionspotenzial, gerade im Gesundheitsbereich. Von der gesamten Historie der Krankheitsbilder bis zu einzelnen Diagnosen, bis zur Kooperation zwischen unterschiedlichen Menschen und Expertengruppen. Und deswegen müssen wir eigentlich, wenn wir wirklich dieses Disruptionspotenzial ernst nehmen, mal eine Art Experimentierumgebung schaffen. Ein Krankenhaus, das KI-basiert arbeiten kann, wo verschiedenste Disziplinen, wo verschiedenste Anwendungen oder Anwender mit KI-Systemen arbeiten, um uns erlauben zu erleben und auszuprobieren, wie man mit KI eigentlich das Gesundheitswesen komplett neu denken kann, weil gerade dieser disruptive Ansatz eben das wahnsinnige Wertversprechen von künstlicher Intelligenz auch ist. Und wenn ich mir noch was wünschen dürfte von der Bundesregierung, dann wäre das aus meiner Sicht diesen Fokus auf die wirkliche Wertschöpfung durch KI. In der KI-Strategie steht drinnen, wir wollen führend sein, wir wollen in die Führungsgruppe global im KI-Bereich kommen. Und auf der anderen Seite fördern wir am absoluten Anfang. Und da ist eine wahnsinnige Lücke, die wir eigentlich füllen müssen, wenn wir ganz systematisch an diese Spitze kommen wollen. Und mein Wunsch wäre, genau diese Lücke zu füllen, endlich mal ernsthaft KI in die Anwendung bringen zu wollen, auch als deutsche Politik und auch die Gelder, die eigentlich dafür vorgesehen sind, dann entsprechend auch wirklich einzusetzen.